die hier. Und ich konnte ja auch vorher nicht, bevor das Ding weg war, irgendwie hier rumdrehen, weil ich ja den Kampf eingeleitet. Also dass ihnen das selbst erst Strahlenergiequelle nutzt, war auch nicht der Fall. Vielleicht hat man es so machen können, dass man sich so positioniert. Dass die, weil die haben diese Strähle geschossen allesamt. Dass man sich so positioniert, dass er den Strahl darauf abfeuert und das dann weitergeht. Mal jetzt wird es ja aber auch sonst wo hingehen, sehe ich gerade. Der würde auch nur dahin gehen. Es führt auch gar nicht über. Die führen gar nicht zusammen, die Dinger. Hier gibt es gar keinen irgendwie. Also ich denke mal einfach, es haut nicht hin. Weil egal was ich mache, es passiert aber nichts. Ich hätte auch ihn damit nicht treffen können, um den Kampf zu erleichtern. Also das haut ja auch nicht hin. Also nicht ohne weiter. Er hat sich, glaube ich, gar nicht bewegt insofern. Nee. Ist hier von einem Schalter, irgendein Hebel. Ich habe auf dem PC ein bisschen leichtere Methode, mich umzusehen, als auf der Switch, muss ich ehrlich zugeben. Auf Konsole ist es halt nicht so geil ohne Maus. Und deswegen habe ich da vielleicht eher was übersehen noch. Und ich habe jetzt hier die Hoffnung, was zu finden, aber ich bezweifle es ganz stark. Hopp, 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 hopp. Toll, man ist überall rauf, aber da ist einfach nichts. War ich hier schon lang gewesen? Weiß ich nicht genau. Die Karte selbst ist ja auch so weit erkundet. Da ist auch nichts, wo man weiter hingehen könnte. Hoppala. Ich wollte eigentlich... Da oben... kann ich... Gar nicht. Cool. Das hier ist ein bisschen merkwürdig. Aber da war ich drauf gewesen. Das ist nichts Besonderes. Komm her. Auf jeden Fall nichts drin. Da irgendwo hin teleportet ist auch nicht drin, nehme ich an. Nee. Von der Wand, da ist gar nichts weiter. Ja, hilft mir wieder mal nichts. Auch hier gefühlt abzuziehen, ohne irgendwas gemacht zu haben, was möglich gewesen wäre. Das wurmt einen schon, aber naja. Ist halt komisch, dass so eine Quelle da ist. Es ist einfach. Es kann natürlich einfach gewollt sein, dass man da sich hier total fertig macht und denkt: Ah, was ist das für ein Rätsel? Es gibt ja aber kein Rätsel. Weil der Entwickler so gemein ist an der Stelle. Traue ich ihm zu. Klar, warum nicht? Have you completed my challenge? Have you felled the construct? Logonisch. My congratulations on becoming the singular godwoken to follow the ancient rituals of the arena. You are now the one. Yeah. The spirit ruffles her feathers and stares deeply into your eyes. You feel a powerful energy flood through you. A powerful energy that stays with you. Okay. Happy are those who feast on the fallen. Hab ich gerade irgendwie Statusboost bekommen? Oder was soll das heißen? Was haben wir hier Schönes? Warum hast du dann kein Dingens drauf? Und Level 17 bloß, ne? Naja. Oh, beschwören. Naja. Also, es hat Beschwören drauf. Das ist schon mehr, als man erwarten kann. Das macht mir sowieso nicht besser. Ich guck mal einfach. Ob ihr das was bringt. Ach, hat sogar zwei Beschwören auf ihrer Rüstung. Was zum Teufel? Dann nein. Bringt das leider nichts. Oder nicht so viel. Aber insgesamt ist das schon deutlich besser, diese Rüstung. Wenn jetzt zwei Beschwören drauf wäre, wäre das Ultra. Weil das ist ja einfach mal so viel mehr magische Rüstung. Aber ich behalte mir ihre jetzige noch drin. Weil ich sehr sicher bin, ich werde auf lange Sicht eh keine Zeitbeschwörung drauf haben. Kann mich auch nicht erinnern, bei der Switch hier was jemals gehabt zu haben. Egal, hier ist nichts weiter. Ich wollte doch meinen Status checken gerade. Durchspinnen, das ist ja toll. Nee. Keine Ahnung, was jetzt besser geworden sein soll. Kann er mal 44, 25, 21. So und so viel leben. Weil es wirkte so, als wenn er jetzt irgendwas einen Statusboost bekommen hätte, ne? Aber ich sehe nichts. Deswegen lade ich mal eben den vorigen Spielstand und gucke dann nochmal seine Sachen an. Lebenskraftbonus 39%. Achso, ist erklärt, warum das so ist. Ja, also 3800, 44, 25, 21. Das ist ja alles normal bei ihm.
Das ist irritierend. So. Nur mal gucken. Und jedenfalls nochmal Statusmenü anhalten, aufhaben und nebenbei dann gucken, was passiert in seinem Status. Na komm schon. Komm schon. Ich hab das Gefühl, der hat heute sehr lange Ladezeiten irgendwie. Auch schon beim... Oh. Mit dem Kampf, na gut. Sieht alles gleich aus, also... Init ist gleich. Resistenz habe ich jetzt nicht geguckt. Tja. Scheint also nichts jetzt gegeben zu haben. Aber wir machen mal ganz kurz diesen hier. Stirb! Ja. Ist ja die gleiche Menge insgesamt, ne? Ja, ja, ja. Ich guck doch mal so. Es muss doch irgendwas bewirkt haben hier. Irgendeinen krassen permanenten Status-Buff. Aber alles gleich. Alles gleich. Have you completed my challenge? Have you felled the cons? My congratulations on becoming Danke. The spirit ruffles her feathers and stares deeply into your eyes. You feel a powerful energy flood through you. A powerful energy that stays with you. Ja, ja, hab ich ja verstanden. Happy are those you feel. Schade, kein Beschwören 2 hätte ja sein können. Ist egal. Hab ich vielleicht einen Skill bekommen? Platz habe ich auch nicht bekommen. Nee. Ich guck mal auf hier. Ah, wahrscheinlich ist bloß dieser Titel jetzt, den ich im Charakterdingens habe. Warte kurz. Das kann natürlich auch sein. Was erstmal ziemlich unspektakulär klingt. Der eine. Tja. Das wird sein, was da passiert ist. Das, was bleibt, bla. Aber jetzt bin ich der eine, was ja von Anfang an angeteased wurde. Toll. Wobei ich finde, dass man ja noch ein, zwei Arena-Challenges einbauen könnte. Ich meine, die Karten waren groß genug, um noch ein zweites, drittes, keine Ahnung was, Arena-Areal hinzuklatschen. Hätte ich gut gefunden, aber naja, es ist halt so, dass es nicht so ist. Sozusagen. Oh, Ladebildschirm, komm schon. Wie gesagt, der ist heute echt träge. Dennoch, ich könnte die auch verzehren, aber ich mache es nicht, weil ich nicht so gemein bin. Ist ja ein Vogel. Hat halt einen Vogel, was soll man machen? So. Und jetzt kann man eigentlich nur noch eins tun auf dieser Insel hier. Nämlich mir den Weg frei machen. Blopp. Aber ich werde vorher nochmal handeln gehen auf meinem Schiff. Denn idealistischerweise bekomme ich dadurch noch ein bisschen tolle Sachen, bevor ich jetzt in den letzten Kampf gehe. Auf dieser Insel. Komm schon. Wo bleibt ihr denn da? Nein. Nein. Vor allem, der hat ja auch die andere Richtung zumindest strahlen müssen. Dann macht er gar nicht, weil er von vornherein sagt, nee. Ich habe nur eine Ausrichtung. Ist ein bisschen schade, dass man dadurch jetzt nicht noch ein extra Rätsel lösen kann oder sowas. Aber naja, was willst du machen? So, und jetzt kann ich da Hebel betätigen und muss da die Kondensatoren drin packen und dann ist diese Mauer auch weg. Aber wie gesagt, Rachefürstin. Erstmal kann man sich als ein oder andere vielleicht identifizieren lassen. Na komm. Damit auch das erstmal wissen. Oh, was ist das denn Schönes? Ist das neu? Weiß ich gar nicht genau. Zack. Ja, ist okay, aber nicht für mich. La la la. La la la. La, hallo? La la la. La la la. Doch, goldene Ringe, die. Ah, da sind sie ja. Noch nicht identified fahren.
Ach Mensch. Machst du mir das so schwer, Ring. Hättest du gut sein können. Es gibt ja für jeden Ring, der jetzt kommt. Die können alle gut sein, wenn sie golden sind. Ah, noch mehr. Toll. Toll. Ach, noch was. Das ist Schrott hier. Und Bogen. Ein Bogen, 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 Level. Liebt sie und das Mist. Tja. Tja, was willst du sagen? Ist halt alles Mist hier. Nun ja. Jetzt das eigentliche. Ist aber nett. Ist der nicht von mir? Level 18 wahrscheinlich nicht. Init. Unheimliches Ausweichen. Ist aber auch alles, was er hat. Was aber reicht, offensichtlich. Ich habe zwar die Bewegung nicht mit drin, aber ich habe deutlich mehr Rüstung und einen Skill, der vielleicht interessant ist. Also, ich denke mal, er ist bestimmt deutlich interessanter, wenn ich jetzt ein zwei, also links und rechts Waffe hätte, weil das ist halt Ausweichen. Darauf geht's da ja, darauf zieht das ja ab im Prinzip, der Bild. Ich glaube, hier würde ich eher Fane geben, tatsächlich. Weil die Bewegung jetzt dann weg ist beim anderen. Das ist sehr schade. Aber es sieht nett aus. Holen wir uns, ne? Ja. Das holen wir uns. Ist halt kein krasses Upgrade, aber ein kleines. Für die Rüstung und so weiter. Schaden kann es nicht. 6 zu Init. Ach du Kacke. Leider ist es ein Bogen und kein sehr guter. Beschwören auf Finesse. Nein, danke. Ach ja, nichts Goldes mehr hier. Ich meine, ich gucke mir auch nicht goldene Sachen an, so ist nicht. Die müssten ja irgendwann mal schlecht sein, weil sie kein Gold haben. Aber gut ist ja auch nichts wirklich. Level 18, nee, 17. Dann kenne ich die ja schon. Ja. Zu schade, du hast ja gar nichts mehr hier. Mensch. Ich habe schon alles verkauft im letzten Mal. Ab dafür. Du darfst umsatteln. Bist weniger Leben, okay, aber die Leben gleichen sich ja durchaus mehr als aus. Also selbst die magische Rüstung gleicht sich fast aus und die richtige Rüstung gleicht sich mehr als aus, daher passt mir das. Schleich brauche ich gar nicht und Resistenz ist mir egal, ob es mit Wasser ist oder Erde. Und Ausweichen bleibt gleich. So. Apropos gleichbleibendes Ausweichen. 90%. Ah. Es braucht nur einen einzigen Punkt. Das ist eigentlich nicht schlecht. Das ist tatsächlich recht cool. Guck einer an. Tja. Unheimliches Ausweichen. Ich meine, 90% heißt natürlich, auf den Wett, ich bereits habe, bekomme ich 90 drauf. Moment, warte ein Stück. Das ist die Frage. Ist es so gemeint? Oder ist es nicht so gemeint? Nein! Ich bekomme echt 90% obendrauf und nicht 90% von dem hier dazu. Das ist ja krass. Hält es ja nur eine Runde lang, aber wenn ich einen Punkt übrig habe, könnte ich zum Beispiel den Zwerg damit irgendwie oder irgendwen, dass er sich ein bisschen besser bewegen kann, ohne AP zu verbrauchen oder weiterkommt. Also das muss der Zwerg dann sein. Und dann weicht er auch erstmal volle Kanne aus. Ist eigentlich nicht schlecht. Sonst gebe zwischendurch, wenn man nichts übrig bleibt. Könnte ich machen, kann ich noch selbst herstellen eigentlich. Weiß ich gar nicht, soll ich das jetzt so geben oder selbst herstellen? Gute Frage. Init, Stärke. Und Verstand ist auch drauf. Klingt erstmal gut. Aber hier ist viel Verstand drauf. Schade. Aber wäre an sich eine Verbesserung. Was sagt der Zwerg dazu? Für den Zwerg ist es... 2% Crit weniger, aber... Er ist schneller. Hat mehr Leben, hat mehr Rüstung. Ich denke, das stört mich nicht, das auszutauschen. Die drei braucht er nicht, die Chinesen braucht er auch nicht. Ist zwar auch beim anderen drauf, aber naja. Aber generell sowieso einfach. Das sind die besseren Handschuhe. Ja, die Crit-Chance bei ihnen, die Preisbote, ist mir egal. Das braucht er nicht. Ich glaube nur, er ist jetzt damit schneller als Fane, was mich stören könnte, gegebenenfalls. Werde ich nochmal rausfinden, dann. Guck mal, auch viel besser. Gibt mehr Leben, gibt nicht ganz viel Bewegung, brauche ich aber auch nicht unbedingt. Und gibt halt gleich mehr Initiative, aber viel mehr Rüstung und so weiter und so fort. Nehmen wir auch. Das feiert nämlich nicht. Hast du vielleicht da irgendwelche,
Nee, sieht nicht so aus. Was ist das hier Schönes? Level 18. Kritische Trefferwahrscheinlichkeit gibt er. Plus 14. Okay, der eine Distanzpunkt ist weg. Meine Güte, damit kann ich, glaube ich, durchaus leben. Präzision und Ausweichen gibt es noch oben drauf. Schockiert ist zwar weg, aber dafür bekomme ich Vergiften und Verkrüppelt. Alter. Okay, Distanz ist auch weg, aber es macht trotzdem mehr Schaden. Das ist ja Hammer. Das ist Hammer. Den nehme ich mir. Konstitution. Wer drauf? Okay, Kriegsführung Jägersmann. Finesse geht runter, aber es wäre natürlich ein ordentlicher Boost für die Verteidigung, das Ding. Und, ja. Der Schaden ist so relativ, ne? Der Kritschaden geht dabei runter. Na, ich behalte meine jetzige. Hier muss wieder 16er, genau. Ja, Mensch, aber das lohnt sich. Hier, was will ich haben? Zack. Geilomat. Da freut sich jemand gleich sehr. So, du tauschst aus. Dann bist du, wo ist die Geschwindigkeit? Auf 28. Ah ja, zwei schneller als Faye. Naja, das ist halt so. Stört mich jetzt nicht so in dem Maße. Hier wollten wir auch austauschen. Alter, hat jetzt viel Rüstung hier. Ah, ja, natürlich keines klar, aber sie hat mehr Marge, als die anderen beiden physisch haben. Das ist nämlich schon ganz cool. Oh, Spaß an der Freude. Ah, 600 Schaden. Und es ist noch nicht mal mit Rune drin. Es ist noch nicht mal mit Rune drin. Es ist über 200 Schaden mehr. Alter Falter. Okay. Ich habe eine... Hä? Achso, wegen Distanz habe ich 1% weniger. Ja gut. Meine Güte. Damit kriege ich auch noch einigermaßen... Kann ich leben und überhaupt sowieso. Ist nicht so das Problem. So, jetzt muss ich noch die Rune raushauen. Runen. Ja. Weg damit. Abbauen. Diese gute Stücke. Nehmen wir eine Rune. Ich müsste eigentlich... Da ich es halt nicht herstellen kann, das ist traurig. Aber ich würde bestimmt eine 15 machen, weil... Es gibt ja... Hier, nee. Hier ist 15% komischerweise. Doch, Stufe 4, siehst du. Ich könnte noch 2% mehr raushauen. Aber ich kann die ja nicht herstellen. Das nervt mich ganz schön. Naja, egal. Ist auch nicht die Welt unbedingt, aber... Machen jetzt. Es ist fast verdoppelt der Schaden. Ich halte das nicht aus. Meine Fresse. Und Ausweichen auch nochmal um 6% gestiegen, um 7% gestiegen. Alter, jetzt macht er aber alle nass, ey. Der ist jetzt der Mega-Killer. Oh, Ivan, guter Mann. Speichere ich mal ganz regulär hier, weil ich bin gerade so aus dem Häuschen, weil... Und so. So, jetzt teste ich mal. Zack. Zack. Why, I can't remember the last time someone showed me such kindness. Maybe even never. When it matters most, I will stand alongside you. I promise. Das ist gut. After all, I am soon to be a free woman. I can choose to follow whomever I wish now. Das freut mich. Man kann sich, soweit ich weiß, später auch... Muss ich jetzt weg? Später aussuchen irgendwie, ob man... Ihr hilft oder jemand anderem. Oh, das ist aber gar nicht mal so schlecht. Finesse kriegst du von Jägersmann. Meine Fresse, du. Verstand. Schleichen. Ja, nee. Feuerschaden, schade. Man kann sich jedenfalls... Alter. Ist ja nochmal eine einigermaßen gute. Sie ist doch noch da. Alles in Ordnung. Man kann sich, glaube ich, später aussuchen irgendwie. Man hat irgendwie die Option, den Swarmbreaker E oder jemand anderen zu geben. Aber in meiner Switch-Version hatte ich keinen anderen, der ihn haben wollte. Daher, was soll's. Und außerdem findet man im Spiel noch einen zweiten, tatsächlich. Was ich jetzt aber trotzdem noch machen möchte. Neuladen und ihn selbst zusammenstellen. Gucken, ob das irgendwas ausmacht. So, ich habe damit weniger Leben. Aber mehr Rüstung. Aber nicht wesentlich mehr Rüstung. Ich bleib dabei, was ich habe. Was macht der mit dir? Ist der besser? Er ist absolut besser. Das ist absolut. Die Rüstung ist ein bisschen mehr und Kriegsführung ist einer mehr. Also macht nochmal mehr Schaden. Super geil. Und das Schadendingens ist dann. Das ist nochmal. Fast auf 800 jetzt.
Ist das geil. Sabba, sabba, sabba. Schaden, Schaden, Schaden. Krass, krass, krass. Mach sie alle kaputt. Das ist schon heftig.